Ghost Actual. Nomad, over. Ich höre. Ich bin bereit, Manticore aufzuspüren. Okay. Manticore ist Stepan Bilevich, ein auf Drohnentechnologie spezialisierter Bodak. Er bewacht die Fertigungslinie. Sie haben bereits Drohnen produziert, die Nervengas transportieren können. Der letzte bekannte Standort der Lieferung war der Hafen. Diese Drohnen müssen unter allen Umständen zerstört werden. Lieferungen finden nur im Dunkeln statt, also haben Sie ein bisschen Deckung. Ich schicke Ihnen eine Karte mit einem möglichen Einstiegspunkt. Aber ignorieren Sie ihn, wenn Sie eine bessere Idee haben. Bestätigt. Nomad out. Ja, und damit herzlich willkommen zur Jagd auf Manticore und die Container. So, wir haben hier einen Gefahrstoffcontainer und da drüben. Und eigentlich sollen hier nur Informationen zu den Containern sammeln, okay. Haben wir ein Fernglas? Ja, nur nicht ausgerüstet. So, das ist übrigens der letzte Einsatz im Bereich Strategie. Also der eigentlich erste, aber wir haben in der Mitte angefangen, haben dann mit Oracle weitergemacht und jetzt Manticore. So, wir haben hier einen Scharfschützen. Könnten wir eigentlich direkt ausknipsen lassen, ne? Zielt auf den Scharfschützen. Brauche freie Schusslinie. Und dann haben wir auch noch zwei Gegner. Sie. Zielt auf den Minigun, ne? Bewege mich auf Feind zu. Mein Ziel erfassen. Kann losgehen. Bewege mich zum Ziel. So, da hätten wir die drei nämlich schon mal aus dem Weg. Kann ich hier übers Fernglas den Schuss initiieren? Alle ja, tot. Kann ich. Gut geschossen. Oh. War auch eine Teammitglieder-Herausforderung. Sieh mal an. Okay, wir haben hier einen Geschützturm. Haben wir hier irgendwo einen Generator, den wir deaktivieren könnten? Die Basis ist also, der Hafen ist halt ultra groß, ne? Also wir gehen erstmal, das sollten wir versuchen, bis dorthin zu kommen. Da scheint auch nichts zu sein, ne? Scheint kein Scharfschütze auf dem Dach zu sein, nix. Wenn wir da landen könnten und uns dann hier runterkämpfen. Ich guck mal eben mit der Drohne, ob der Punkt wirklich im Gebäude ist oder ob der außerhalb ist. Ach, das ist ein Suchgebiet. Okay, es ist ein Suchgebiet. Es ist, glaube ich, gar nicht nur dieser Punkt, sondern genauso wie hier. Es ist bestimmt hier so ein Suchgebiet und da so ein Suchgebiet. Aber ich würde sagen, wir versuchen es trotzdem auf dem Dach dieses Hauptgebäudes. Jetzt mal gucken, dass ich hinkomme. Ohne entdeckt zu werden, vielleicht. So, dann immer hier gegen die Wand klatschen. Das ist bestimmt nützlich. Und sie haben uns entdeckt. Geil. Im letzten Moment scheinbar. Geschütz voraus. Also hier auf der Etage ist niemand. Hat Fury schon aufgedeckt. Da ist aber jemand. Hallo du? Hm? Weißt du zufällig irgendwas? Nee, ne? Du weißt nichts. Ach, da ist ja noch eine Frau. Wer weiß nichts, okay. Da war aber noch irgendwo einer. War der hier, oder? Okay, schauen wir mal, was wir hier haben. Nee. Keine Überraschungen mehr. Das ist ja die Patrouillenroute. Also ist auf jeden Fall eine Patrouillenroute, aber... Ist das ein Laptop, den wir hacken können? Nein. Ich habe ja eigentlich Dingens an, ne? Die... Wie heißt's? Hier die Einsatzzielmarkierung, den geführten Modus habe ich hier an, ne? Ja. Gut, das heißt also, es müsste angezeigt werden. Wenn ich irgendwo nah bin.
Kann ich auch mal? Ja. So, da ist alles clean. Kommt einer hoch? Hallo? Ich verschaffe mir einen Überblick. Das muss doch da oben drüber sein. Das ist ein Versteckspiel. Wir sind stark in der Unterzahl. Vorsicht. Noch eins höher. Noch eins höher. Ah, okay. Dort, wo niemand war. Ach, guck mal, da steht sogar ein Giftgasbehälter. Manticores, neuer Truck ist angekommen. Gut. So, und der andere Punkt ist von uns aus da hinten, 125 Meter ungefähr. Schauen wir uns das doch mal an. Wer sind Sie? Hä? Der gleiche Typ wie eben. Ich bin immer noch ich. Ich bin noch nicht du. Ich verschaffe dir einen Überblick. Ja, danke. Okay. Nachtsicht an. Mein Ziel erfasse. Bringe mich in Position. Feuer auf mein Kommando. Roger, bin unterwegs. Fury? Fury meldet keine Feuerbereitschaft. Warum meldet Fury keine Feuerbereitschaft? Mann. Das ist äußerst ungünstig. Alle ausgeschaltet, Boss. Genial. Solide Arbeit. Ja. Keine Feuerbereitschaft gemeldet, aber trotzdem. Ach, sowas hasse ich ja. Hier ist noch einer. Wir sind deutlich in der Überzahl. Aufpassen. Hä? Ist er noch hinten dran? Ach, Mist. Mist. Ja, find du's mal raus. So, jetzt kommt erst ein Kollege noch. Also mal umgucken, ob da nicht noch einer kommt. Da ist ein Kollege. So, wunderbar. Gut, dann unten das Wasser. Da können wir rüber. Prima. Gut, 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 gut. Ja, danke, Fury. Sind wir Ihnen einen Schritt voraus. Irgendwo hängt da eine Drohne. Ich sehe einen Funker. Aufpassen. So. Komm. Prima. Dann schauen wir doch mal. Lieferauftrag für die Container der Gasdrohnen enthält die tatsächliche Position. Der neue Truck, der ist ja blau. Oder türkis, blau, grün. Okay. Mit schwerem Geschütz auch noch. Okay. So. Jetzt zerstören Sie alle Container mit dem Logo von Ravensrock. Hier im Frachthafen. Und Sentinel-Angehörige, um Manticores Basis zu finden. Verhören, um die zu finden. Ja, gut. Alles klar. Was wäre denn jetzt gewesen, wenn ich die jetzt schon alle getötet hätte? Dann bin ich hier überhaupt richtig, ja, ne? Ich bin immer noch im Hafen. Alle Container im Hafen, den Logo von Ravensrock. Frachthafen von Smuggler Coast. Das ist der Frachthafen, ne? Das ist der Hafen von Mauganui. Frachthafen von Smuggler Coast. Ist das woanders? Ich glaube nicht.
muss der eigentlich sein. Sonst gibt's hier auch nicht viel in Smuggler Coves. Hupsa. Wie immer. Dann schauen wir doch mal, wo haben wir denn hier. Allerdings erscheint hier nirgendwo so ein Info-I über den Kameraden da. So, Logo von Ravenshroff. Da haben wir hier 1, 2, 4 Stück müssten es sein insgesamt. 1, 2. Da sind noch Container. Oh mein Gott, da sind viele Container. So, 1, 2, dann haben wir. Wo sind noch welche? Seht ihr welche? Ich bin gerade ein bisschen betriebsblind, glaube ich. Da gibt es noch Infos. Zeitverschwendung. Hier draußen ist nichts. Mach einfach deine Arbeit. Zeigt nichts. Mann, dieser Job ist wie mein letzter Einsatz. Scheiß lang. Die werden auch nicht markiert, wenn ich so drauf ziele, ne? Oder zählt das hier auch als Container? Aber hier sind auch noch ganz viele, das sind ja keine Frachtcontainer. Was sollen die sein? Oh, guck mal. Das ist ja der LKW mit dem Geschütz. Doch nicht sein, da müssen doch noch zwei Container müssen da noch sein irgendwo. Ich gucke jetzt noch einmal und ja, dann wird halt einfach alles zerlegt. Da ist einer. Einer. Okay, das war noch so ein Ding, also die zählen auf jeden Fall nicht. Aber da haben wir drei, einer fehlt noch. Skell. Da vorne ich. Bin der Meinung, vorne hätte auch noch irgendwo einer gestanden, aber ich irre mich. Guck noch mal da hinten rum. Ein einziger Container fehlt noch. Nachtsicht, Wärmebild sehe ich die nicht. Nee, schade. Ich kann auch so gucken. Sehe ich vielleicht besser. Weil farbig und so. Negativ. Zeitverschwendung. Hier draußen ist nichts. Ja, Zeitverschwendung. Du sagst es, Brudi. Du sagst es, Bruder. Hoppala. Hier sind auch noch Container. Ne, das ist das, wo da vorne die zwei Container schon sind. Ich bin, glaube ich, schon so lange nicht mehr mit der Drohne so lang rumgeflogen, dass der Akku leer geht. Naja. Da unten vielleicht noch? Ne. Nun gut, dann platzieren wir einfach mal C4 an den Containern, die wir bis jetzt gefunden haben. Ich hoffe, eine Ladung reicht. Jeweils. Gehe auf Nachtsicht. Nachtsichtbrille aktiviert. Ist er noch im Wache, oder nicht? Hab ich nicht gerade gehört? Mal sehen, womit wir es zu tun haben. Oh, danke. Das verschafft uns einen besseren Überblick. Nö, alle weit weg. Gut. Da ist ein Funker. Der darf auf keinen Fall Alarm schlagen. Jo, das sehe ich genauso. So, einmal hier. Einmal hier. Oh, was? Habe ich aber immer noch keinen Generator gefunden, ne? So. Oh mein Gott. Oh, Wache. Zwei.
Soll die ja eigentlich verhören, aber... Oh, nicht so weit. Ich kann den auch nicht verhören. Geht nicht. Tja. Minigun kann man sowieso nicht verhören. Soweit ich weiß, kann man halt einfach nicht greifen. Die sind zu dick gepanzert. Erstmal zu dem Info-Ding. Vielleicht gibt es da ja die Infos, die wir brauchen. Die Virennachsichtgerät. Ich mach dir alles nach, Nomad. Richtig gut. Ich mach dir alles nach, Nomad. So eine Kiste. Die Infos? Die wir brauchen können? Nee, leider nicht. Mal da unten durch. Das finden wir ja doch noch. Irgendwo muss dieser vierte Container sein. Ah, ich hasse solche Suchaufgaben. Vor allem, wenn die Container dann noch nicht mal markiert werden. Wenn man sie gefunden hat. Da ist einer mit Infos. Nee, das ist ein Sentinel. Oben ist aber noch ein Scharfschütze. Zwei, aber... Sauberer Schuss, Ghost. Und hier nochmal auch noch eine Waffe. Okay. Doch, hier ist was. Ich. Himmel! Warum bleibt ihr denn... Ja genau, bleibt doch stehen, wenn ich schieße. Genau. So, da hinten ist der Generator. Wie konnte ich den denn übersehen? Aber das lassen wir dann erstmal an. Für die Nachtsichtbrille. Solange wir nicht entdeckt werden, ist der A. Nachtsicht wird aktiviert. Nachtsicht wird aktiviert. Kann ich mit dem reden, ohne dass ich entdeckt werde? Hey, hallo. Wer sind Sie? Ich suche nach diesem Ort. Können Sie mir sagen, wo es lang geht? Dort werden Sie fündig. Super, danke. Manu! Oh Gott. Was zum... Das gibt's doch gar nicht. Ach, guck mal. Okay, okay, okay. Wir haben da hinten schon Infos. Fury, ich könnte deinen Scan gebrauchen. So, wo war der letzte Container? Der war da, wo wir reingesprungen sind, ne? Aus der Richtung. Da ist der Container. So, da haben wir drei. Ich mach da jetzt einfach auch ein C4 dran. Ein bisschen mehr Wumms. Guter Schuss. Überall. Ravens Rock Logos. Stimmt, hier im Mittelteil habe ich gar nicht geguckt, ne? Aber hier sind noch keine Container. Ich schätze mal die Lage ab. Ja, sehr gut, Fury, danke. Oh mein Gott, das sind viele, die noch hier sind.
Immer mitten rein. Mein Ziel erfassen. Feuer auf mein Kommando. Die Drohne macht vielleicht den Unterschied. Hätte ich doch mal den Strom ausgemacht. Oh oh. Wenn du den Tod schon kommen siehst. Wo ist das Ding? Ah, haben sie schon gesprengt. Oh Gott. Feuer frei. Ja, nee, ist was Falsches. Team, Feuer frei. Mach es halt selbst. Schießen! Schießen! Ich müsste mich mal verarzten. Okay, gut, ich hoffe, ich bin hier safe. Bei den Müllcontainern. Okay, ich nehme an, dass das da hinten die Manticore-Basis ist. Es bewegt sich. Doch, es bewegt sich. Oder? Das ist Gefahrstoff, ne? Aber die Mission der heißt Gefahrstoff. Hätte jetzt nicht geschadet. Okay, so. Verarztet sind wir. War's das? Setze die Nachtsichtbrille auf. Team, zu mir. Meine ist auch. Bei mir neu gruppieren. Okay, sind auf dem Weg. Gut, ich glaube, wir haben alle Gegner erwischt. Spreng ich jetzt mal und guck, was passiert. Gar nichts passiert. Hä? Ach, Mist, da war ein Gascontainer, verdammt. Da hat einfach gar nichts passiert. Das sind doch Container mit dem Logo von Ravensrock. Hä? What? What? Oder ist das da hinten wirklich der Frachthafen? Die Richtung. Alter, wird's mir auch da. Bleibt ja nicht angezeigt. Smuggler Coves. Das hier ist Wild Coast. Das hier ist der Frachthafen. No! Fail. Na gut, haben wir eben mal eine Basis geklärt. Was soll's. Okay, okay, okay. Dann schauen wir mal. Hier steht doch noch irgendwo ein Ding. Schalter auf Nachtsicht. Da. Ein Hubi. Ach Mann, warum muss der Frachthafen, warum muss das denn ein Schienenfrachthafen sein? Wenn ich Hafen höre, dann denke ich an sowas. Hier ist der Frachthafen. Verdammt. Na gut. Bisschen Zeit verschwendet. Ist ja nur eure Zeit. Na, meine auch. Okay. Base jumpen wir rein? Ja, komm. Wenn schon, denn schon. Oben gibt's Scharfschützen. Sichtkontakt! Wir bekommen Gesellschaft! Ein Schuss, ein Treffer! Richtiges Sieg meldet es sofort. Neues. Als ich im Irak war, habe ich. Das wird schon wieder hell. Jetzt wissen wir, was uns erwartet. Mein Ziel erfassen? Alles klar, Boss. Gehe dorthin. Wenigstens ist das Essen kalt und die Bezahlung scheiße. Feuer auf mein Kommando. Bin bereit, Boss. Rücke vor. Ziel auf den Schützen. Siehst du was? Geh in Stelle. Bei mir ist nichts. Halt lieber die Augen. Bin schussbereit. Bereit, das Ziel. Ach, alles sauber. Sie sind tot. Rock'n'Roll. Unser Generator treibt alles an. Im Grunde alle unsere Systeme. Du weißt schon. Alles. So, schau ich nochmal. Da hinten kommt ein Funke, das ist schlecht. Ah ne, gar nicht, das ist ein Drohnenpilot. Oh, der muss weg, der muss weg, der muss weg. Oh shit, der muss weg, der muss weg, der muss weg, der muss weg. Huiuiui. Ich hasse Drohnenpiloten. Funker sind dagegen Kinderspiel. Schau ihr beiden. Was zum? Wir werden mein Ziel erfassen. Brauche freie Schusslinie.
dir das Ergebnis. Ziel auf mein Dingens. Feuer auf mein Kommando. Was habe ich gemeint? Mein Ziel erfassen. Kann losgehen. Bewege mich zum Ziel. Ich hab was für euch. Was? Warum wirft der eine Granate? Ist der dumm? Warum wirft der eine Granate? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Warum wirft der eine Granate? Simultan Schuss? Schuss? Nicht Granate. Warum wirft der eine Granate? Ist der Hai? Er ist doch bekloppt. Das war Fixit, ne? Der Volltrottel. Einfach der Volltrottel. Oh Mann. Oh, hallo Scharfschütze. Komm, gib nicht so an. Doch, ich gebe an. Weil ihr nichts könnt. Außer mich wiederbeleben, wenn ich mal gefehlt habe. Oh, verdammt, da war ein Zivilist. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen Aufmerksamkeit hier auf das Gebiet lenken. Damit die vielleicht hierher kommen, die Gegner. Das wollte ich nicht. Ich wollte keinen Zivilisten töten, aber... Ja, es ist wie es ist. Passiert. Es war ein Unfall. Naja, es war fahrlässig. Sagen wir, wie es ist. Nein, warum macht er einen Fallschirmsprung? Da geht denn jetzt alles schief. Bekloppt. Bekloppt. So. Ja, und er springt einfach runter, auch gut. Dann schauen wir mal. Scheiße, Sichtkontakt, feindlicher Soldat. Ich schick dir jetzt gern rüber. Unterwegs. Team, Feuer frei. Holt sie euch. Der Feind ist hier. Achtet auf eure Sektoren. Ich hab eine Granate für dich. Der schießt ihnen recht. Ich hab jemanden in Sicht. Der Versuch ist erledigt. Seh nix. Feindkontakt, Feuer. Ah, guck mal, hier werden die Container auch markiert. Schön. Granate! Das sollte Schaden anrichten. Er ist weg. Wir sind alle erledigt. Ja, nehmt doch. Wo denn alle erledigt? Ich höre doch da noch Schüsse. Hätten wir jetzt wirklich gebrauchen können. Feuer! Runter, da kommt eine Rakete. Check. Legen wir los. Den solidesten Ghost Lead. Ich verfolge da mal das Missionsziel weiter. Vorsicht, Granate! Sehr gut. Während die Kinder spielen. Das wird die feindliche Operation verzögern. Wir haben ein paar Wochen gewonnen, hoffe ich. Hallo, du? Feinde ausgeschaltet. Ich komme und helfe dir. Ich suche euren russischen Befehlshaber. Wo ist er? Kein Grund, gewalttätig zu werden. Ich rede. Der Typ ist ein Arschloch. Der schlimmste Chef, den ich je hatte. Und dabei ist er so ein Lauch. Seine Karre ist immer vollgetankt, damit er im Notfall sofort abhauen kann. Okay. Warum haben die Granaten hier nichts ausgerichtet? Oh Gott, viel zu viel Gift! Ah! Warum hat das so einen großen Radius? Obwohl das Rot nur bis dahin geht. Verdammt.
So. Okay. Was müssen wir tun? Zum Aurora-Material. Nee. Fahren. Wenn wir ein Auto finden. Steht doch bestimmt irgendwo eine Karre rum, oder? Muss doch irgendwo eine Karre rumstehen, sag mal. Oder Motorrad, irgendwas. Irgendwas, womit man fahren kann, damit wir nicht hier hinten hin laufen müssen. 1,2 Kilometer. Naja, dann joggen wir eben mal gemütlich auf der Straße entlang. Ach, guck mal da. Da gibt's Fahrzeuge. Wolfs? Das sind Wolfs. Ich hoffe, da kommt jetzt kein Zug. Das wäre schlecht. So. Schnappen wir uns da ein Motorrad, dann geht's ab. Ziemlich gut. Aufpassen, da sind welche in der Nähe. Oh ja, Wolf-Patrouille. Toll. Was gibt's hier noch für Infos? Bestimmt irgendein Waffenaufsatz oder so. Dim, 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 dim. Ja, nee, eine Waffe. USP. Die mag ich eigentlich echt gern. Mach ohne mich los, ich finde dich. Oh oh. Tschüss! Ich hab das Ding verlangsamt. Nice. Lass ihn. Getroffen! Hat halt fast einen Wendekreis wie das Motorrad hier. Hat fast einen Wendekreis wie Dingens, wie heißt's? Wie das Motorrad bei Empyrion. So. Und hier Manticore finden und ausschalten. Alles klar, wird gemacht. Und ein Aug gibt's hier noch. Ich hefte das mal gerade an, einfach weil es mir auf den Keks geht, dass das permanent da oben steht. So, schauen wir mal. Ein Auto ist immer aufgetankt. So, dann gucken wir, wo hier Autos stehen. Das hier wird's nicht sein. Das ist garantiert das Auto von dem Typen. Also ist er irgendwo da, hier drin, da drin, irgendwo muss er da sein in der Nähe. Weißt du was? Ich mach das gerne umgehen. Oh, Konvoi. So, sieht's ja noch schön im Busch. Nehmen wir einfach ein paar Minen. Vermine die Straße. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob er daraus fährt oder da. Ich mach überall eine Mine. Also logisch wäre, dass er da rausfährt, ne? Ich platziere einfach überall Minen. Ich hoffe, da ist kein Scharfschütze irgendwo, der mich sieht. Es müssen von den kleinen Minen, glaube ich, zwei sein. Oh oh. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Nein, ich bin nicht da, Mann. Verdammt. Ich bin noch nicht bereit. Nur drei Minen direkt. So. Und dann an dem anderen Ausgang noch und dann lösen wir einfach Alarm aus und wenn der abhaut, fährt er einfach über die Minen und dann war's das mit ihm. Oder? Oder? Oh nein, die haben die Leiche schon entdeckt. Oh Gott. Jetzt wird's eng. Das hilft uns, die Umgebung im Auge zu behalten. Jetzt wird's eng. Ja, ich bin erschöpft. Da eine Mine hin. Da vorne noch eine Mine hin, da sind meine Minen leer. So, und ab geht's. Setzen wir uns einfach mal hier in den Busch und warten. Gut getarnt. Oder? Ich glaube, ich muss eine Granate reinwerfen noch, damit die wissen, dass da was ist. So also eine Leiche gibt denen scheinbar nicht genug. Ist das jetzt genug Aufmerksamkeit? Oh shit. Ich wollte mal sehen, womit wir es zu tun haben. Oh shit. Oh shit, war das knapp. Nein, nicht da rausrennen. Gegner da hinten. Soll nicht rausrennen. Na toll. Jetzt ist der da hinten über die Mine gefahren. Ich werd verrückt.
bin eine Blume. Setze mich hier rein. So, bin eine Blume. Ja, wann flüchtet der denn endlich? Ah, jetzt flüchtet er. Die VIP will die Biege machen. Ja, soll die VIP das mal machen? Schauen wir uns das Ganze doch mal an. Manticore, der Lauch. Heißt das ein Wolfschütze? Er fährt hier lang. Sehr gut, da sind alle Minen noch da. Boom, Baby. Haha. So wird's gemacht. Manticore erledigt. Dann warten wir mal auf den Abschlussfunkspruch. Okay, unten Level up. Nice. Mir gefällt nicht, was Sie für ein Chaos in meinem Revier anrichten, Norman. Oh. Ich höre sicher nicht auf. Ihr Horizont ist so beschränkt. Ich habe die Macht, wirklich etwas zu verändern. Ich habe diese Welt verstanden. Sie würden eine Gelegenheit nicht erkennen, wenn sie ihnen in den Arsch tritt. Ich schon. Und ich habe sie ergriffen. Durch Terrorismus, Verrat und Massenmord. Auch an ihren Händen klebt Blut. Wir beide hinterlassen eine Blutspur auf dem Weg zu dem, was wir wollen. Es werden noch mehr sterben, das ist ihr Schicksal. Menschen fallen, um meinen Aufstieg anzukündigen. So. Oh, da kommt ein Asphalt. Aber die Folge ist jetzt auch zu Ende. Und ja. Ich hoffe, du hattest trotzdem Fail ein bisschen Spaß. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.